fuck. Willkommen zurück, Leute. Sonniges Wetter. Wir haben heute hohen Besuch und zwar sind unsere Lieblingsdeutschen da. Alter Männer. Servus oder was? Eine Woche in Wien, das kann nur eskalieren. Das wird asozial. Die Freerunning-Schlappen sind für die nächsten Tage mit uns in Wien unterwegs. Ihr wisst, was das heißt. Pulsens, Asozialität, alles, was wir brauchen für ein geiles Video, Leute. Wir werden gleich zu dem Pool schauen und uns ein bisschen abkühlen. Und danach geht es ein bisschen Slide-Action rein. Ich würde sagen, gleich rein in die Action. Heute ist es so heiß, das heißt, wir starten das Ganze direkt mal mit einer kleinen Abkühlung. Mir ist kochend heiß, rein ins Wasser, würde ich sagen. Okay, und los. Komm, Mette. Ja! Yes. Das ist so geil. Der Anker ist gesetzt. Jawohl. Der Trip ist eröffnet. Der eine Wasserjump war anscheinend noch nicht genug. Die Jungs sehen sich jetzt das ganz dicke Ding an, und zwar hier vom Dach. Direkt ins Wasser. Wir haben das Ganze jetzt schon 10 Minuten gepreppt, also ich glaube, es geht jetzt direkt rein da. Ich glaube, die anderen jagen sich zuerst an, und wenn der Hype stimmt, dann jage ich mich da auch an, weil den würde ich urgerne machen. Komm. Der hat den. Komplett Vollbodycheck in das Wasser. Komm. Wie hast du? Ja! Perfekt, ja! Alter, war das krank. Perfekt, nicht mal den Boden berührt. Okay, Ette, der Nächste. Dann jage ich mich da rein. Komm! Geil, Alter! Alter, war knapp, aber nicht bodenberührt. Da hatte ich Angst in der Luft, das war ein bisschen langsam. Der ist ja gar nicht angekommen. Na! Alter Schwede, als nächstes jagt sich der Fido rein. Ja, komm, den hast du. Ja! Alter! Ja! Nicht angekommen! Geil, da war das geil. Mann. Der hat so viel Spaß gemacht. Ich wollte den Sprung schon seit Jahren machen. Hab mir immer gedacht, die Weite ist ein Problem, aber. Endlich abgehakt. Abgehakt. Es war echt chillig. Das war echt zu wild. Im Jan war das anscheinend nicht genug. Ich glaube, wir sehen jetzt gleich den Frontflip ins Wasser. Sieht gut aus. Ich glaube, er ballert sich jetzt in den Front. Im Ballerina-Kostüm. Da fliege in die Mitte. Distanz, kein Problem. Ist kein Problem, Distanz, ne? Gar nicht, wenn der Ette das mit dem Jog geschafft hat. Komm, zurück und rein. Komm, Digga. Kurz den Körper auf den Impact vorbereiten und dann geht's doch rein. Sowas von, Jan, jetzt komm. Ja. Du heiliger Schwaneck, der wird's jetzt. Ja. Pulsend, komm. Nein. Da vorne, einfach nach vorne. Komm. Ja. Alter Scholli, das war ja clean vom Feinsten. Ich war so gepackt, dass ich vergessen habe, das Handy mitzuschwenken. Das war ja sowas von geil. Wild, wild. Absolut perfekt. Da sieht sogar dieses Outfit männlich aus. Geil, Mann. Die Wasserjumps sind abgehakt. Jetzt kann es gleich ein bisschen Slide-Action reingehen. So ist es. Das ist er, der Damm. Schon in unzähligen Videos von uns zu sehen. Und da werden wir uns jetzt auf jede erdenkliche Art runterballern. Das erste Ding, was jetzt geplant ist, ist, dass der Teenie da Kopf voran runterslidet. Das ist absolut scary. Wir machen mal einen Prep und dann geht's da gleich rein. Abfahrt. Geil, das sieht so scary aus. Ja, der Fredo ballert sich da natürlich auch direkt runter. Kopf voran.
im Seemannskörper runter. Wir haben da schon sehr lange was richtig Geiles geplant. Und zwar wird der Domi gerne einen Backflip über mich drüber machen, während ich da runter slide. Wir machen einen kurzen Prep. Der Fredo slidet jetzt einfach mal runter, damit ich ungefähr abschätzen kann, wie weit ich von der Mauer entfernt sein muss. Rein ins Maul. Geht, ich springe jetzt über dich. Geht. Ah, na gut, bringen wir es hinter uns. Ja, ja, komm. Geht, drei, zwei. Ich hab gedacht, es ist vorbei. Also das war die ultimative Vertrauens-Challenge, weil wenn ich mich bewegt hätte, dann wäre es vorbei gewesen. Ich glaube, wir gehen dann noch zur großen und da habe ich genug Speed, dass ich da drunten durchsegel. Wow! Wie geil war das? Der 6 direkt rein in den Slide. Der Arsch hat ein bisschen aufgespreizt, aber sonst ist alles gut. Ah, schön den Arsch aufgespreizt. Geil. Reiner! Oh. Alter Lachs! Oi. Für den Ette geht es jetzt in ein ganz dickes Ding. So will der über die Mauer in den Slide springen, das ist echt abartig. Er hat gerade eben noch alles gepreppt und ich denke, jetzt geht's da rein. Von hier, zack, ohne Stopp dazwischen in den Slide. Das ist ein geiles Ding. Ein ziemlicher Impact auf die Seite. Der hat sich da extra Polsterung drauf gemacht, weil sonst tut das zu sehr weh. Ja, der war gut. Zack. Oh, ist das heavy. Full send ist er. Ein kleiner Prep. Der Domi stellt sich hin und der Ette springt über ihn drüber, so wie als wäre das die Mauer. Ja. Ah, ist komm, Jung. Einmal reinschmeißen und wegrutschen, das Ding. Ja. Komm, 1, 2, 1, send it. Bist du wahnsinnig? Nice. Das war ein Full Send, geil. Ich würde sagen, wir gehen gleich zur nächsten Location. Auf geht's jetzt zum großen Slide. Der Sack ist im Gepäck. Das ist es, das dicke Ding, der Big Boy Slide, auf den wir schon richtig Bock haben. Und zwar geht's jetzt direkt runter. Der Sack ist schon am Start. Schon ein bisschen eingerissen, aber ein kleines Löchlein im Sack ist ja nicht schlimm. Ach, komm. Ja, der Domi hat den noch nie gemacht, also für den wird's scary. Geil wäre auch der Backflip dann über mich. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das gleich an. Direkt rein. Uiuiui. Ui. Der Dini jagt sich als erster runter. Komm, den Sascha gleich mitnehmen, oder? Den Sascha gleich mit. Komm, niet ihn um. Das schaut nicht so spektakulär aus. Nein, irgendwie nicht. Aber ich habe trotzdem Bock, mich da runter zu jagen. Nachdem der Teenie den alten Sack verfehlt hat, wird jetzt der Domi versuchen, den umzunieten. Er steht schon in Position. Alter, den werde ich jetzt direkt umnieten, Leute. 3, 2, 1, wegmachen! Ja! Der Sascha ist als nächstes dran, gleich rein da. Ja, komm! Komm! Der wollte nicht, den musste man runterdrücken. Die alte Münze einfach runtergedreht. So, wir haben jetzt den gleichen Stunt von vorhin groß gefunden. Ja, es steht jetzt der Backflip-Slide an. Herr Fredo wird hier jetzt runtersliden und ich werde am Ende des Slides einen Backflip über ihn machen. Alter, scary auf jeden Fall. So, jetzt geht's an die Preps. Ein bisschen Angst, weil vorhin wäre der genau auf meinem Kopf gelandet. Ich hoffe, ich habe da mehr Schwung und gehe einfach unter ihm durch. 3, 2, 1 und go. Oh. Das geht sicher aus. Ah, ist ein bisschen unangenehm, da hat man echt ein bisschen Erdteil. Komm, das Ding wird jetzt abgearbeitet. Ist auf jeden Fall scary, weil der Fredo echt richtig mit Speed runterkommt. Kurz dieser kleine Bump ist, wo man in der Luft ist, scary, aber wir haben das. Wir machen das. Okay, es geht jetzt rein in das Ding und ich bin ein bisschen nervös. Wow, ekelhaft. 3, 2, 1 und go. Geil, abgehakt das Ding. Das wollten wir echt schon ewig machen. Boah, das war richtig scary, das zu sehen. Ich muss die Augen schließen bei der Landung. Und jetzt geht's, glaube ich, direkt in die Strides hier, oder? Das ist das Ding. Boah, es ist scary, weil so viele hintereinander sind und du musst noch im Kopf haben, wo du abspringst dann am Schluss. Das wird eine Challenge, alle zusammen den zu machen. Ah, ich glaube, wir werden die Strides jetzt direkt ballern.
Alter, kurz einen Aussetzer gehabt und fast die ganze Kette ins Wasser befördert. Alter, Versuch Nummer 2. Jawohl. Geil. Abgeackert, das Ding. Geil, geil, geil. Hat Spaß gemacht. Die Wasser-Challenge ist auch im Kasten. Das war ja mal eine flotte Synchro-Partner-Kombo. Oh, da gibt es noch eine kleine geile Sache. Und zwar diese Katze hier. Stange. Zack, darauf. Oh, schön. Boah, clean. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Diesmal leider ein etwas kürzerer Vlog, da wir wirklich schon komplett erledigt sind. Aber was war das für ein geiler Tag. Slides, Pooljumps, Alter. Es hat ja mal richtig Bock gemacht. An der Stelle fette Shoutout an die Schlappen. Wenn ihr wissen wollt, was wir noch die Tage machen mit den schlappen Jungs, dann schaut bei denen vorbei, checkt das Video ab. Wird auf jeden Fall affengeil noch. In dem Sinne nicht vergessen zu liken, kommentieren, abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Haut's rein, Leute.